Wusstest du das? Die argentinische Nationalmannschaft ist nur knapp einem Flugzeugabsturz entkommen. Ihr erinnert euch sicherlich noch an das Flugzeugunglück im Jahr 2016. Damals ist fast die komplette Mannschaft von dem brasilianischen Erstligisten Chapecoense ums Leben gekommen. Nur 3 Spieler überlebten. Dazu mache ich nochmal ein eigenes Video, folgt mal so gerne. In dieser Maschine saß kurz zuvor noch die argentinische Nationalmannschaft rund um Lionel Messi. Nach der 0:3 Niederlage am 11. November gegen Brasilien stieg die Mannschaft in die Maschine der Airline Lamia. Alles schien normal und ein Flug wie jeder andere zu werden. Doch nachdem sie 4 Stunden und 4 Minuten in der Luft waren, wurde es eng. Denn die Maschine schaffte mit einer Tankfüllung nur 4 Stunden und 22 Minuten. Die Piloten hatten also nur 18 Minuten Zeit, sicher zu landen. Es durfte auf keinen Fall zu Verzögerungen kommen. Sie schafften es rechtzeitig und die Spieler bekamen von den Problemen nichts mit. 2 Wochen später, am 28. November, stürzte die Maschine dann ab. Wie schon erwähnt, mit dem brasilianischen Top-Team an Bord. Der Grund war, der Sprit ist kurz vor dem Ziel ausgegangen.